Heute geht es darum, wie du diese verschiedenen Funktionen, die du hier links an der Seite siehst, mit Hilfe der elementaren Ableitungsregeln ableiten kannst. Sprich, es geht also um die Faktorregel, um die Potenzregel, um die Summenregel und um die Konstantenregel. Schauen wir uns einmal das erste Beispiel an, minus 10x. Bei diesem Beispiel können wir direkt zwei Regeln anwenden, denn wir haben einen Vorfaktor, nämlich hier die minus 10, und wir sehen eine Potenzfunktion, nämlich x. Denk immer dran, x ist eine Abkürzung für x hoch 1. Wenn wir jetzt hiervon die Ableitung bilden, markieren wir uns erst einmal natürlich f' von x. Und ich werde das Ganze jetzt hier ein bisschen kleinschrittiger machen, sodass du ganz genau weißt, zu welchem Zeitpunkt wir welche Regel verwenden. Als erstes habe ich gerade schon mit dir besprochen, dass wir einen Vorfaktor haben. Das heißt, der Vorfaktor wird übernommen aufgrund der Faktorregel. Und dieser Vorfaktor wird multipliziert mit der Ableitung der Potenzfunktion. Hier in diesem Fall also mit der Ableitung von x hoch 1. Ich markiere mir also mein Gleichheitszeichen, übernehme noch einmal die 10 und werde jetzt erst einmal x hoch 1 ableiten. Die Potenzregel sagt dir ja, dass die aktuelle Hochzahl davor mal genommen wird, also die hoch 1. Dann multiplizieren wir das mit der Basis und wir müssen oben bei dem Exponenten natürlich die 1 abziehen. Also ist die Rechnung 1 minus 1. Diesen Ausdruck, den können wir natürlich jetzt auch noch weiter vereinfachen, denn minus 10 mal 1 ist natürlich einfach nur minus 10. X und ja, 1 minus 1 ist 0. Was du vielleicht auch wissen solltest, ist, dass x hoch 0 immer 1 ist. Das heißt, die Rechnung, die hier wirklich steht, ist minus 10 mal 1 und minus 10 mal 1 ist natürlich minus 10. Das heißt, in diesem Beispiel haben wir diese beiden Regeln hier verwendet. Einmal die Faktorregel und einmal die Potenzregel. Schauen wir uns das zweite Beispiel an. Hier gilt im Endeffekt genau dasselbe. Wir haben wieder einen Vorfaktor, hier nämlich die minus 1,5 und wir sehen dahinter eine Potenzfunktion, x hoch 8. Wir markieren uns also die Ableitung, f' von x, so, übernehmen den Vorfaktor, die minus 1,5 und wissen, dass wir jetzt dahinter auf jeden Fall x hoch 8 mit Hilfe der Potenzregel ableiten müssen. Also Vorfaktor übernehmen, 1,5 mal aktuellen Exponenten davor multiplizieren, 8, mit Basis multiplizieren, x, und oben müssen wir einen abziehen, 8 minus 1 als neuer Exponent. Und diesen Ausdruck müssen wir jetzt natürlich selbstverständlich wieder vereinfachen. Minus 1,5 mal 8 sind minus 8,5. Denkt mal dran, ein Bruchstrich steht auch für eine Geteiltrechnung. Minus 8 geteilt durch 2 ist natürlich 4 insgesamt, also minus 4 mal x. Ja, und 8 minus 1 ist natürlich 7. Auch hier, bei diesem Beispiel, haben wir sowohl die Faktorregel als auch die Potenzregel angewendet. Schauen wir uns einmal diese reine Zahl hier an, nämlich die 100. Hier brauchen wir eigentlich nur eine einzige Regel, und das ist die Konstantenregel. Die Konstantenregel sagt nämlich, dass eine konstante Zahl, und die 100 ist eine konstante Zahl, abgeleitet die 0 ergibt. Also, hier haben wir die Konstantenregel verwendet. Und jetzt natürlich das etwas längere Beispiel. Hier siehst du erst einmal Summanden. Das bedeutet wiederum, dass wir hieraus einzelne Pakete machen. Das sagt uns nämlich die Summenregel. Wir werden uns einmal gesondert um x hoch 4 kümmern, dann um 8x². Das ist dann sozusagen das zweite Päckchen. Und dann natürlich um die minus 5. Und für jedes dieser einzelnen Summanden müssen wir dann die dementsprechenden Regeln natürlich anwenden. Wir markieren uns also die erste Ableitung. Bei x hoch 4 haben wir jetzt natürlich keinen Vorfaktor. Das heißt, wir haben jetzt nur die Aufgabe, x hoch 4 abzuleiten. Dann fürs nächste Päckchen übernehme ich einmal den Vorfaktor. Und wir wissen, wir müssen genau diesen Vorfaktor mit der Ableitung von x² multiplizieren. Ja, und die minus 5, die müssen wir natürlich auch mit Hilfe der Konstantenregel ableiten. Wenn wir das machen, weißt du ja, aktuelle Exponenten davor multiplizieren, also 4 mal Basis übernehmen, oben minus 1 rechnen, also hoch 4 minus 1. Jetzt wieder Vorfaktor übernehmen. Da fehlt noch ein Strich. Wir multiplizieren natürlich die 8 mit dem aktuellen Exponenten, hier also mit der 2 mal x hoch 2 minus 1. Ja, und die 5, die fällt natürlich aufgrund der Konstantenregel wieder weg. Das heißt, die kann ich mir am Ende sparen. Ein letzter Vereinfachungsschritt noch. 4x, 4 minus 1 ist sicherlich 3. Ja, 8 mal 2 sind 16. X, ja, 2 minus 1 wäre jetzt hoch 1, doch hoch 1 schreibt man eigentlich nicht hin. Dementsprechend ist das genau die Ableitung von dieser Funktion. Wie du jetzt siehst, haben wir jetzt hier tatsächlich alle vier elementaren Ableitungsregeln verwendet. Zum einen die Summenregel, die besagte ja, dass wir jeden Summanden einzeln ableiten. Wir haben uns ja komplett selbstständig oder eigenständig auf die x hoch 4 als erstes konzentriert, danach auf 8x² und als letztes auf die
reine Zahl auf die Konstante. Dann hatten wir die Faktorregel, und zwar im mittleren Teil. Wir hatten ja einen Vorfaktor. Dann hatten wir die Potenzregel. Nun klar, wir mussten ja x hoch 4 und x hoch 2 ableiten. Und wir hatten auch die Konstantenregel, nämlich die minus 5, die beim Ableiten 0 ergibt. In einer reinen Funktion schreibt man natürlich nicht plus 0 dahinter, da sie den Wert einer Funktion oder einer Ableitung natürlich nicht verändert. Ja, das war auch schon die Rechnung für dieses Video. Ich hoffe natürlich, dass du etwas mitnehmen konntest, sprich etwas lernen konntest. Wenn du selber übrigens noch Videowünsche hast, dann schreib mir die doch einfach gerne hier in die Kommentare. Denn gerade die Videowünsche, die schreibe ich mir immer gerne in ein extra Heft. Dann weiß ich ganz genau, zu welchen Themen ich noch weitere Videos drehen soll bzw. darf. Und wenn du mir einen Gefallen tun wollen würdest, dann teile doch einfach mal ganz gerne dieses Video mit deinen Freunden, gib einen Daumen und vergiss nicht zu abonnieren und aktiviere die Glocke, denn dann wirst du benachrichtigt, sobald ein neues Video erscheinen wird. Und ich hoffe, dass du dann auch wieder mit dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir wie immer viel Erfolg beim Lernen. Und eine Sache steht immer fest, deine Mathe-Note hängt eben nicht vom Zufall ab.